gibt es einen Zusammenhang mit dem Lebensstandard? Ja, insofern, als der Mensch nach dem Sinn des Lebens nicht zu fragen beginnt, nur in Situationen extremer Not, sondern auch im gegensätzlichen Fall, nämlich dort, wo alle seine primitiveren Bedürfnisse erfüllt und befriedigt werden. Gerade dann, also in einer Wohlstandsgesellschaft oder in einem Wohlfahrtsstaat, bricht dann diese innere Leere manchmal auf und der Betreffende fragt sich, wozu all dieser Erfolg, wozu all dieses äußerliche Glück? Ich möchte wissen, was ist der Sinn? Kann man formulieren, beide Extreme führen zu Erkrankungen oder können zu Erkrankungen führen, die äußerste Not, aber auch die äußerste Befriedigung von Wünschen. Richtig, aber nur insofern, als man auch berücksichtigt, dass an und für sich das Sinnlosigkeitsgefühl keine Krankheit ist, keine Neurose oder keine Psychose. Aber sie kann dazu führen. Sie kann aber dazu führen. Barbara Wagner in Freistadt, Arnettstraße 13, fragt hier, kann man auch als Laie dem Mitmenschen nach ihrer Methode helfen? Auch der Laie kann seinen Mitmenschen helfen im Sinnfindungsprozess. Nur darf man nicht vergessen, dass manches Mal eine Sinn- und Wertkrise das äußerliche Zeichen von etwas ist, was eigentlich dahinter steckt. Und das kann sehr wohl eine Neurose, unter Umständen sogar eine Psychose sein. Es muss also ein solcher Mensch eigentlich erst an eine Diagnose herankommen. Es gibt keine Therapie ohne eine vorangehende Diagnose. Und diese Diagnose kann eigentlich nur der Facharzt stellen. Aber wenn sich herausstellt, dass es sich um keinen pathologischen, keinen krankhaften Befund handelt, dann kann natürlich jeder für seine Mitmenschen, auch als Laie, sehr viel tun. Mehr als das. Es gibt sogar Selbsthilfe. Ich kenne Hunderte von Menschen, denen die Lektüre eines diesbezüglichen Buches geholfen hat, allein mit der Sinnkrise fertig zu werden. Also das Problembewusstsein ist schon eine Hilfe. Richtig, das Problembewusstsein und vor allem nicht zuletzt das Gefühl einer gewissen Solidarität, dass dieses Sinnlosigkeitsgefühl, diese Sinnkrise einen eigentlich verbindet mit den besten Exemplaren der Menschheit. Denn solche Menschen manifestieren ja intellektuelle Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, indem sie nicht aus den Händen der Tradition eine Sinnantwort einfach hin- und entgegennehmen, sondern selber und selbstständig darum ringen wollen. Hier stellt Frau Wagner in Freistadt noch zusätzlich die Frage, ob es einen Bereich im Menschen gibt, auf den man angesprochen sich besonders verstanden fühlt. Also die Frage nach den menschlichen Kontakten. Ja, dort, wo ein menschlicher Kontakt hergestellt ist, ist ja die Sinnfrage gar nicht explizit, sondern implizit. Das heißt, so wie es in dem Gedicht geheißen hat, wenn ein Mensch sich liebend gebunden fühlt oder liebend das Gefühl einer Zusammengehörigkeit mit einem anderen hat, dann ist ja eo ipso durch dieses Faktum schon die Sinnfrage in einem gewissen Sinn schon gelöst. Denn Liebe ist ja ein Aspekt möglicher Sinnfindung. Ich glaube, damit ist ein Teil der Antworten gegeben, die Adolf Matitschka erbittet, Wien 57 Brunnengasse 36 zu Hause. Herr Matitschka kommt hier zu den Aussagen, dass drei Dinge es sind, die also zum Sinn des Lebens wesentlich beachtet werden müssen. Erstens, dass der Mensch ein biologisches Wesen ist, dem es genügt, seine Triebe zu befriedigen und meint, hier ist es das Leben, das den Sinn ergibt. Können Sie sich dieser Äußerung anschließen? Ja, da möchte ich doch einige Bedenken anmelden. Und zwar insofern, als es meines Erachtens zum Wesen des Menschseins gehört, dass es immer über sich selbst hinausweist auf etwas, was nicht wieder es selbst ist. Das heißt, auf eine Sache, in deren Dienst man aufgeht, oder aber hinausweist auf einen Menschen, auf einen Partner, den man liebt. Eine Gruppe, nicht da, den Menschen, denen man liebend hingegeben ist. Mit anderen Worten, erst dort ist der Mensch ganz Mensch, wo er sich selbst vergisst und übersieht und außer Acht lässt, im Dienst an einer Sache oder aber in der Liebe zu einer Person. Wenn das der Fall ist, dann ist er nicht nur ganz Mensch, sondern wird auch glücklich und zwar ungewollt, unbeabsichtigt, ganz automatisch. Und das Umgekehrte findet dann statt, wenn man nach dem Glück hascht.
Ich pflege meinen Studenten immer zu sagen, je mehr es einem um die Lust geht, umso mehr vergeht sie einem auch schon. Und das sehen Sie am deutlichsten bei Sexualneurosen. Je mehr ein männlicher Patient versucht, seine Potenz zu demonstrieren, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zur Impotenz verurteilt ist. Und umgekehrt, je mehr eine weibliche Patientin darum sich kümmert, ob sie jetzt eines vollen Orgasmus fähig ist, umso mehr sind die Chancen groß, dass sie mit Frigidität endet. Ich glaube, das war die Antwort auf die Frage 2 des Jan Matitschka. Hier ging es nämlich um die Feststellung, dass es sich also um ein soziales Wesen beim Menschen handelt, bei dem also ein Teil der Sinngebung in der gegenseitigen Hilfe zu sehen ist. Herr Matitschka hat in seiner Trias hier dann noch die Feststellung, als psychologisches Wesen hat der Mensch die Möglichkeit, die Gaben der Natur und die Errungenschaften der Kultur zu gebrauchen und sieht als Sinn des Einzelnen die Erfüllung der Sehnsucht nach Freude. Ja, aber Freude ist die Auswirkung der Selbsthingabe an Menschen oder an Sachen. Und wenn man sie nun zum Ziel macht, entgeht sie einem. Sie können das nirgends schöner ausgedrückt finden als in einem Gedicht von Tagore, dem indischen Dichter und Philosophen. Ja. Der sagt, ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich arbeitete und siehe, die Pflicht war Freude. Ja, ich habe es auch schon mal gelesen irgendwo. Ja, Herr Professor Frankl, da haben wir jetzt noch als letzten Einsender Gerhard Breindl in Großharras in Niederösterreich zu Hause. Ich muss das also in einer abgekürzten Fassung wiedergeben, weil der Brief ein bisschen lang geraten ist. Es geht hier um die Frage, wie weit also die Religion, die dem Menschen weitestgehend Sinn und Ziel übermittelt hat, durch den Wegfall für viele Menschen nun ein Vakuum erzeugt hat und wie weit also der Mensch in seinen Seinskrisen heute vielleicht durch diesen Verlust beeinflusst ist. Ja, das ist sicher richtig. Und es gibt ein Wort, das von einem deutschen Psychiater geprägt wurde, nämlich die Abwanderung der abendländischen Menschheit vom Seelsorger zum Nervenarzt. Dieser Problematik muss sich der heutige Psychiater oder Psychotherapeut natürlich stellen. Sie dürfen nicht vergessen, jede Zeit hat ihre Neurose. Und jede Zeit braucht ihre Psychotherapie. Und heute muss die Psychotherapie sich zuwenden jenen Zuständen, die es zur Zeit von Sigmund Freud und von Alfred Adler noch kaum gab. Eben diesem Sinnlosigkeitsgefühl. Diese Aufgabe fällt heute dem Arzt bzw. dem Psychotherapeuten zu. Und innerhalb dieser Sparte dem Logotherapeuten in einem wesentlichen Ausmaß. Insofern als die Logotherapie ein spezifisches Indikationsgebiet hat, also spezifisch angezeigt ist, gerade in jenen Neurosen, die ich als noogene Neurosen bezeichnet habe, die auf dieses Sinnlosigkeitsgefühl zurückzuführen sind, sobald einmal dieses Sinnlosigkeitsgefühl sich klinischen Symptomen manifestiert. Dann ist die Logotherapie angezeigt, aber Sie dürfen nicht vergessen, laut internationalen übereinstimmenden, voneinander unabhängigen Schätzungen ist der Prozentsatz solcher noogener Neurosen heute durchschnittlich immerhin 20%. Herr Professor Frankl, wir entwickeln uns im Augenblick immer noch trotz Erdölkrise mehr zu einer Wohlstandsgesellschaft hin, zu einer Gesellschaft, die den Besitz von technischen und anderen Gütern anstrebt, die das immer mehr haben, über mehr verfügen, auf ihre Fahnen geschrieben hat. Meinen Sie, dass wir damit also uns zusätzlich in einen Abgrund hinunterentwickeln? Insofern, als die heutige Gesellschaft im Großen und Ganzen darauf aus ist, die praktisch alle Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen. Ja, manche Bedürfnisse sogar erzeugt, bewusst erzeugt. Nur ein Bedürfnis geht leer aus, das ist das menschlichste aller menschlichen Bedürfnisse, das ist das Bedürfnis nach Sinn, das ist der Wille zum Sinn, wie ich das zu nennen pflege. Und wenn nicht rechtzeitig die Psychotherapie oder überhaupt die Psychologie in ihren Motivationstheorien anerkennt, dass der Mensch im Wesen, im Grunde ein Wesen auf der Suche nach Sinn ist, dann wird er natürlich nicht nur sexuell wie früher, sondern jetzt auch noch dazu existenziell frustriert werden und frustriert bleiben. Und die Konsequenz
sind die steigenden Selbstmordziffern in allen Ländern, die es zum Wohlstand oder zur Wohlfahrt gebracht haben. Danke, Viktor Frankl.